Die 15-jährige Lorraine Thorpe und ihr alkoholkranker Vater Des lebten ganz unten. Lorraines Erziehung hatte nichts zu tun mit dem, was wir uns unter der Erziehung eines Kindes vorstellen. Als sie heranwuchs, hing sie mit den Saufkumpanen ihres Vaters herum. Einer von ihnen war der 41-jährige Paul Clark. Sie lernte ihn unter den Straßentrinkern kennen. Dann entwickelte sich eine Beziehung zwischen ihr und Paul Clark. Lorraine war Paul Clark verfallen. Sie begann, mit ihm zu trinken und zu klauen. Und das mündete schließlich in einer teuflischen Tat. All das in Verbindung mit einem kalten, mitleidlosen Wesen macht aus einem Menschen eine Zeitbombe. Und Lorraine brachte genau das mit. Gemeinsam folterten sie Rosalind Hunt und ließen sie in ihrer Wohnung in Ipswich sterben. Sie trank furchtbar viel und hing mit diesen schlimmen Typen herum. Mit solchen Leuten würde ich mich niemals abgeben. Aber damit nicht genug. Als Lorraines Vater Des drohte, sie und Clark der Polizei zu melden, töteten sie auch ihn. Er drohte, der Polizei zu erzählen, was er wusste. Dieses Risiko konnten sie nicht eingehen. Das kostete Des Thorpe das Leben. Lorraine Thorpe wurde Englands jüngste Doppelmörderin. Vier Leben, die das Schicksal auf tragische Weise verband. Wie wurde aus einer jungen Frau eine Killerin? Dies ist die Geschichte einer mörderischen Schülerin. Wie in vielen britischen Städten gab es auch in Ipswich einen gewissen Prozentsatz an Aussteigern. Es ist eine ziemlich typische Großstadt. Dort befindet sich der Verwaltungssitz der Grafschaft Suffolk. Die Stadt hat etwa 130.000 Einwohner und eine sehr gemischte Gemeindestruktur. In den vergangenen Jahren hat sich dort eine Art Untergrund entwickelt, eine Szene von Straßentrinkern. Abgesehen von ihrer antisozialen Haltung wurden diese Trinker öffentlich kaum auffällig. Doch unter ihnen kam es oft zu Gewaltausbrüchen. In diesem Umfeld wuchs Lorraine Thorpe auf. Man kann sich kaum ausmalen, wie sich Lorraine gefühlt hat. Sie war von starken Alkoholikern umgeben, die sie zum Trinken animierten. Es gab schwere Ausbrüche von Gewalt, untereinander und gegen Fremde. Man muss sich das mal vorstellen. Die 15-jährige Lorraine Thorpe war festes Mitglied dieser Gruppe. Ihr alkoholkranker Vater zog sie mit hinab, bis sie selbst zu trinken anfing. Und am Ende begann sie etwas mit einem seiner Freunde, einem Mann in den 40ern. Durch die Straßentrinker lernte sie Paul Clark kennen. Dann ging sie eine Beziehung mit ihm ein. Es hieß, es war zu diesem Zeitpunkt kein Liebesverhältnis im herkömmlichen Sinn. Aber sie waren mit Sicherheit auf irgendeine Art und Weise zusammen. Lorraine zeigte ihm gegenüber eine starke Zuneigung. Das wundert mich nicht, denn er war ein Mann in den 40ern. Er konnte sich in der Szene behaupten. Innerhalb ihres Umfelds war er eine wichtige Person, eine Art Vaterfigur. Streng, aggressiv und dominant. Ein anderes Mitglied aus der Trinkerklique von Paul Clark war Rosalind Hunt. Sie erweckte den Eindruck, dass sie glücklich war. Aber ich glaube, das war sie nicht. Ich denke, sie wusste gar nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte. Der Alkohol schürte die untergründige Gewalt in der Gruppe. Als Rosie Pauls Hund einmal einen Tritt verpasste, war das der Auslöser für den Mord. Über einen Zeitraum von 9 Tagen folterten Lorraine Thorpe und Paul Clark im August 2009 Rosalind auf sadistische Weise zu Tode. Ich hoffe, ihr kommt niemals raus. Ich hoffe, ihr verrottet jeden Tag im Knast. Und lebt in der Hölle. Und ich hoffe, ihr bleibt dort, zumindest solange ich am Leben bin. Ich will es nicht erleben, dass die beiden rauskommen, niemals. Als ihr Vater Des herausfand, was Lorraine getan hatte, drohte er, zur Polizei zu gehen. Das konnte sie nicht zulassen. Gemeinsam mit Clark erstickte sie ihn mit einem Kissen.
So wurde Lorraine Thorpe zu Englands jüngster Doppelmörderin. Ipswich in Suffolk ist eine der ältesten Städte Großbritanniens. Viele Menschen verbringen hier ihren Lebensabend. Gewaltverbrechen sind selten. Es ist kein Ort, an dem man Angst auf der Straße hat oder aus Besorgnis lieber bestimmte Gegenden meidet. Suffolk galt im Allgemeinen schon immer als eine Grafschaft, in der es sehr sicher ist. Das bemisst sich an der Anzahl der Delikte, die im Laufe eines Jahres geschehen. Es gibt hier nicht sehr viele schwere Verbrechen, wie zum Beispiel Tötungsdelikte, die eine Morduntersuchung nach sich ziehen. Doch diese florierende Handelsstadt hat auch eine dunkle Seite. Es sind gestörte Persönlichkeiten. Sie treffen sich auf Friedhöfen oder in Wohnungen. Sie betrinken sich, bis sie in einen schweren Rausch verfallen. Und am Ende kippen sie einfach um und werden bewusstlos. So etwas kommt sicherlich in einigen größeren Städten vor. In Ipswich gab es das schon seit Jahren. Man hatte auch einige erfolgreiche Versuche unternommen, das Problem anzugehen. Lorraine Thorpe ist in Ipswich geboren und wuchs dort auch auf. Sie war ein richtiges Mädchen aus Ipswich. Ihr Vater kam aus Norfolk und war eins von 11 Kindern. Es lag Jahre zurück, dass er Lorraines Mutter Deborah kennengelernt und geheiratet hatte. Sie hatten zusammen 4 Kinder. Eines davon war Lorraine. Deborah und Desmond Thorpe, genannt Des, trennten sich 2006. Es war sehr deutlich, dass Lorraine und ihr Vater eine enge Bindung hatten. Sie war immer sehr darauf ausgewiesen, Zeit mit ihrem Vater zu verbringen. Als ihre Eltern sich trennten, war sie erst 12 Jahre alt und kam zunächst in Pflege. Wir wissen, dass Lorraine es in der Pflege nicht gut aushielt. Sie wollte fort. Es ist offensichtlich, dass ihr in der Pflege etwas fehlte und sie etwas Besseres wollte. Sie vermisste ihren Vater. Und in den nächsten 2 Jahren brannte sie immer wieder zu ihm durch. In der Pflege begann sie herumzutricksen und zu lügen. Sie haute dann ab zu ihrem Vater. Sie brauchte einen Ort, an dem sie ein Gefühl von Zugehörigkeit hatte. Doch der Wunsch, mit ihrem Vater Zeit zu verbringen, hatte einen hohen Preis. Sie wurde dadurch praktisch zu seiner Betreuerin. Des war meistens nicht in der Lage, sich selbst zu waschen und alleine auf Toilette zu gehen. Er hatte Mühe damit, auf Toilette zu gehen. Es ist klar, dass Lorraine ihm manchmal dabei helfen musste. Sie übernahm also Aufgaben einer Pflegerin, etwas, das so ein junges Mädchen eigentlich nicht tun sollte. Lorraines Erziehung hatte nichts zu tun mit dem, was wir uns unter der Erziehung eines Kindes vorstellen. Das Problem ist, dass er ein heftiger Alkoholiker war und schwere Probleme mit seinem Leben hatte. Er verbrachte praktisch seine ganze Zeit damit zu trinken. Zusammen mit anderen Alkoholikern. Lorraine bekam Medikamente gegen eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Doch wenn sie bei ihrem Vater war, hörte sie auf, ihre Pillen zu nehmen. Bei ihr hatte man ADHS diagnostiziert. Doch das ist in keiner Weise so dargestellt worden, als würde dies irgendeine Rolle spielen. Zuletzt verloren die sozialen Einrichtungen ihre Spur. Von nun an lebte Lorraine Thorpe ihr Leben auf der Straße. Damit begann ihr Abstieg. Er endete damit, dass sie zur jüngsten Doppelmörderin Englands wurde. Nach dem Scheitern seiner Ehe begann Des Thorpe mehr und mehr zu trinken. Lorraine kam in Pflege, riss aber immer wieder aus und endete mit 15 bei ihrem Vater auf der Straße. Lorraine hing mit Leuten herum, die wie ihr Vater alle tranken und erheblich älter als sie waren. Das war alarmierend. Es bedeutete, dass sie nicht lernte, wie richtige Beziehungen funktionieren. Sie konnte keinerlei moralisches Verständnis entwickeln. Vater und Tochter zogen von einer verwahrlosten Wohnung in die nächste. Manchmal lebten sie sogar in einem Zelt. Wir sind uns sicher, dass er sich nicht ohne Hilfe fortbewegen konnte.
Er konnte wohl gehen, aber er musste sich dabei auf jemanden stützen. Vor allem, wenn er mal wieder von einer Adresse zur nächsten zog und bei irgendwelchen Bekannten herumhing. Bei diesem Umherziehen hat ihm dann seine Tochter geholfen. Lorraine verbrachte ihre Zeit mit einer Clique von Trinkern, für die ein solches Leben normal war. Die Gruppe war in sich sehr anfällig und es kam oft zu Gewaltakten zwischen einzelnen Mitgliedern. Sie hatten kaum Geld und begingen Ladendiebstähle und andere Delikte. Sie beklauten sich auch gegenseitig. Solchen Verhaltensweisen war sie ständig ausgesetzt. Wenn ein Kind inmitten von Gewalt aufwächst, ist das eine erschreckende Erfahrung. Es bekommt Angst, denn es erlebt Dinge, mit denen es nicht umgehen kann. Allerdings stumpfen einige Menschen dadurch auch ab. Und so könnte es bei Lorraine gewesen sein. Sie gewöhnte sich an all das, sodass es am Ende normal für sie war. In diesem Umfeld lernte sie Paul Clark kennen, der diese Gruppe von Straßentrinkern dominierte. Paul Clark war 41 Jahre alt. Er kam aus der Gegend von Manchester. Es sieht so aus, als sei seine Kindheit ziemlich schwierig gewesen. Schon als Jugendlicher und junger Erwachsener war er einige Male mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Zu dieser Gruppe von Trinkern gehörte auch Rosalind Hunt. Eigentlich hatte ich gar keine Schwester gewollt. Ich wollte immer einen Bruder. Ich nannte sie Rosie. Ich weiß nicht warum. Einige nannten sie Rosalyn, andere Rosie. Es gab noch ein paar andere Namen. Sie war immer frech. Und sie versuchte immer, die starke Frau zu spielen. Aber das war sie überhaupt nicht. Eher wie ein Mäuschen. Sie war schüchtern. Rosalind hatte eine glückliche Kindheit. Sie war das jüngste von drei Kindern. Wir Kinder waren damals nichtsnutze, ich eingeschlossen. Wir haben die Schule geschwänzt und all sowas. Ehrlich gesagt hatten wir es damals nicht so mit der Schule, keiner von uns. Später haben wir dafür die Konsequenzen tragen müssen. Der Schuldirektor machte ständig Jagd auf uns. Also nahmen wir unsere Fahrräder und fuhren bis nach Felixstowe, wo er uns niemals finden konnte. Das waren 20 Kilometer hin und 20 Kilometer zurück. Und sie war damals ein kleines Mädchen. Wie sie da mithalten konnte, keine Ahnung. Damals hatte Rosalind ehrgeizige Pläne. Ich glaube, sie liebte Tiere und wäre gern Tierärztin geworden. Aber ehrlich gesagt, das war ein Traum, der sehr weit hergeholt war. Aber sie mochte Tiere. Sie konnte gut mit ihnen umgehen und auch mit Kindern. Mit Gleichaltrigen hatte sie jedoch immer Probleme. Sie war eine ziemliche Einzelgängerin. Es fiel ihr schwer, Anschluss zu finden. Wenn sie doch zu Leuten Kontakt hatte, dann waren es welche, die ich nicht mochte. Sie waren immer älter als sie. Für mich waren das Perverse. Und ich dachte immer, was hängt ihr mit einem so jungen Mädchen ab? Rosalinds Traum, Tierärztin zu werden, erfüllte sich nicht. Sie heiratete und bekam Kinder noch bevor sie 18 war. Ihrem Sohn war sie eine gute Mom. Aber ihre Tochter wuchs bei unserer Mutter auf, weil das für meine Schwester einfach zu viel war. Sie verfiel dem Alkohol und hing bald nur noch mit anderen Trinkern herum. Sie hielt nie den Kontakt zu ihren Schulfreunden. Hätte sie das getan, wäre sie vielleicht nicht so geendet. Stattdessen hing sie mit dieser Clique herum. Ich kannte die nicht einmal. Ich wusste damals gar nicht, was sie so trieb. Ich war auch nicht in Ipswich, sondern lebte im Norden. Sie trank furchtbar viel und hing mit diesen schlimmen Typen herum. Mit solchen Leuten würde ich mich niemals abgeben. Sie wurde allgemein als ruhige Person beschrieben. Sie scheint irgendwie vom Weg abgekommen zu sein und geriet dann in dieses spezielle Umfeld.
Ich würde das mal Straßentrinkkultur nennen. In den letzten beiden Jahren ihres Lebens hatte sie eine Wohnung in Ipswich, in der Victoria Street 87. Sie war zweifellos eine sehr verletzliche Person, auch innerhalb der Gruppe. Rosalyn gehörte nun zu derselben Clique von Trinkern wie Lorraine Thorpe und ihr Vater Des. Sie erkannte sofort, dass dies nicht die richtige Gesellschaft für ein so junges Mädchen war. Sie lernte dort nicht, wie richtige Beziehungen funktionieren. Und so konnte sie natürlich auch kein moralisches Verständnis entwickeln. Das bedeutete, dass Lorraine Gefahr lief, Wesenszüge zu entwickeln, die sich negativ auf ihre Umgebung auswirkten. Rosalyn versuchte, ihr so gut es ging, zur Seite zu stehen. Es gab sicherlich Phasen, in denen Rosie ihr eine gute Freundin war. Sie nahm Lorraine mit in ihre Wohnung, wenn die mal ohne Aufsicht sein wollte, um es mal so zu nennen. Aber dadurch geriet Rosalyn auch ins Visier des Anführers der Gruppe, Paul Clark. That Clark was just a bully. Dieser Clark spielte den großen Macke. Er schikanierte Leute, aber nur, wenn sie schwächer waren. Wenn jemand größer oder stärker als er war, kniff er den Schwanz ein. Rosies Wohnung ist von diesen Säufern quasi in Beschlag genommen worden. Ich glaube nicht, dass sie da eine große Wahl hatte. Sie kamen, pflanzten sich irgendwo hin und blieben einfach dort, um zu trinken. Unter solchen Leuten ist das nichts Ungewöhnliches. Sie suchen sich jemanden mit einer eigenen Wohnung aus, tauchen dort auf und bleiben einfach. Ob derjenige das will oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Einige glaubten, dass da etwas zwischen Clark und Rosalyn lief. Es gab einige Hinweise, dass Clark vielleicht eine Beziehung mit Rosie hatte. Das war aber nicht ganz klar und unsere Untersuchungen konnten es nicht belegen. Aber mit Sicherheit war es keine feste Liebesbeziehung. Was für eine Beziehung es auch immer war, sie zerbrach. Und Clark wurde immer hirschsüchtiger. Ich hörte davon, dass Leute zur Wohnung meiner Schwester kamen und sie ihnen dann etwas kochen musste. Ihr ganzes Geld ging für Lebensmittel drauf. Man erlaubte ihr nicht, mit ihrem Geld zu machen, was sie wollte. Sie schrieben ihr vor, wofür sie es auszugeben hatte. Sie wurde mit Sicherheit von einigen Leuten ausgenutzt, auch von Paul Clark. Inzwischen kontrollierte Clark auch Des Thorpes Tochter Lorraine. Unter den Straßentrinkern gibt es, wie in jeder anderen Gemeinschaft auch, Hierarchien. Einige sind geborene Anführer oder schaffen es mit Gewalt an die Spitze einer solchen Hierarchie. Und zu diesen Menschen gehörte auch Paul Clark. Paul Clark, Lorraine Thorpe, ihr Vater Des und noch einige andere saßen am 1. August 2009 in Rosalyn Hunts Wohnung zusammen. Die Gruppe hatte den ganzen Tag über getrunken. Dann entschloss sich Rosalyn, mit Pauls Hund nach draußen zu gehen. Paul Clark hatte eine Art Staffordshire Terrier oder sowas, der ihm sehr am Herzen lag. Es sieht so aus, als ob es Zeiten gab, in denen entweder Rosie oder Lorraine den Hund ausführten oder auf ihn aufpassten. Warum auch immer. Rosalyn kam mit Clarks Hund an die Ecke der Victoria Street. In dem Moment kam ihnen eine Mutter mit einem kleinen Kind entgegen. Der Hund ging auf das Kind los. Rosalyn riss den Hund an der Leine zurück und trat ihn, was für sie eigentlich untypisch war. Rosie schlug den Hund ein paar Mal. Es war eine Bestrafung und sollte ihm klar machen, dass er sich in der Öffentlichkeit schlecht benommen hatte. Rosalyn hatte sich nichts weiter dabei gedacht und kehrte in ihre Wohnung zurück. Aber sie war dabei gesehen worden. Jemand aus der Gruppe hatte mitbekommen, was Rosalyn getan hatte, und erzählte es Lorraine. Es hat einen Streit zwischen Rosie Hunt und Paul Clark gegeben, in dem es um den Hund ging. Das war der Auslöser für die weiteren Ereignisse. Clark war wütend wegen dieser Geschichte. Ihre Tritte gegen Clarks Hund besiegelten Rosalyns Schicksal.
Lorraine hatte es Paul erzählt und zusammen beschlossen sie, sich zu rächen. So wurde Lorraine Thorpe zur Mörderin. Am nächsten Morgen machten sich Paul Clark und Lorraine Thorpe auf die Suche nach Rosalind Hunt. Sie fanden sie schließlich und schleppten sie zu deren Wohnung in der Victoria Street. Sie benutzten ihren Schlüssel, um hineinzukommen. Dort verhörten und schlugen sie Rosie. Die verriet, dass sie mit den Behörden über Lorraines Fürsorge gesprochen hatte. Es hatte da wohl schon seit einiger Zeit Bedenken gegeben. Paul hatte wohl geglaubt, Rosie könnte Kontakt zu den Behörden gehabt haben, wegen Lorraines Aufenthaltsort. Er hatte den sicheren Verdacht, dass sie mit ihnen darüber gesprochen hatte, wo sich Lorraine wann herumtrieb. Clark und Thorpe waren außer sich. Rosalind hatte riskiert, dass Lorraine in Gewahrsam genommen wurde. Sie schleppten Rosie zu Clarks Wohnung in Mountbatten Court, nur einige Häuser weiter. Dort begann Rosalinds fürchterliches Martyrium. Die Zeugenaussagen haben ergeben, dass Rosalind wahrscheinlich um den 1. oder 2. August herum in Clarks Wohnung gebracht worden war. Dort wurde sie von Paul Clark und Lorraine Thorpe im Grunde genommen gefangen gehalten. In Clarks Wohnung banden die beiden Rosalind an einen Stuhl. Im Laufe der nächsten 4 Tage folterten sie sie. Es gab fortgesetzten Missbrauch. Man hielt ihr eine Käsereibe ans Gesicht und verursachte ihr damit Schnitte und Schürfwunden. Sie streuten Salz in ihre Wunden. Sie hielten ihr einen elektrischen Ventilator an die Haut, steckten ihre Haare in Brand und schlugen sie. Clark und Thorpe luden sogar ihre Saufkumpane ein, dem Foltern von Rosalind zuzuschauen. Ich glaube, in diesem Stadium war es in grundlose Gewalt umgeschlagen. Das Ganze hatte sich bereits verselbstständigt und war für sie normal geworden. Lorraine war an alledem voll und ganz beteiligt, ohne jeden Zwang. Sie scheint es zeitweise sogar genossen zu haben. Clark hatte beschlossen, Rosalind zu töten. Aber nicht in seiner Wohnung. Er entwickelte einen Plan. Irgendwann hatte Paul Clark einen Koffer mit nach Hause in seine Wohnung gebracht. Wir glauben, dass er Rosie dann dazu zwang, in den Koffer zu steigen. Damit verbunden waren Drohungen, dass man sie umbringen würde. Und wir glauben, dass diese Drohungen ganz klar von Paul Clark ausgingen. Rosalind passte nicht in den Koffer. Deshalb schleppten Clark und Thorpe sie mitten in der Nacht zurück in ihre Wohnung in der Victoria Street. Um den 4. August herum, möglicherweise am Morgen des 4. August, wurde sie zurück in ihre Wohnung gebracht. Ich vermute, dass ihnen dabei andere Personen halfen. Der Schauplatz der Handlung verlagerte sich also zu diesem Zeitpunkt in ihre Wohnung. Es kam dann, wie es leider öfter geschieht. Aus irgendeinem Grund begann das Verhalten, das sie bisher Rosie gegenüber gezeigt hatten, aus dem Ruder zu laufen. Clark und Thorpe warfen Rosie in den Flur und wollten sie dort offenbar sterben lassen. Doch ein Nachbar hörte den Tumult und verständigte die Polizei. Die erste Meldung hatte die Polizei relativ frühzeitig bekommen. Am 4. August hatte es einen Anruf gegeben. Die Polizei war zu Rosies Wohnung gerufen worden, weil man dort lautes Geschrei und Fluchen gehört hatte. Als die Polizei dann erschien, war aber keinerlei Ruhestörung mehr zu hören und niemand antwortete ihnen. Diese verpasste Gelegenheit erwies sich für Rosalind als tödlich.
Am nächsten Tag kehrte das Paar zurück. Als sie merkten, dass Rosalind noch atmete, setzten sie die Folter fort. Beide schlugen und traten auf sie ein. Sie traten sie und trampelten wohl auf ihr herum. Ihr Körper war ohnehin schon so geschwächt, dass dadurch ihr Leben bedroht war. Rosalind Hunt wurde mit schwersten Verletzungen in ihrer Wohnung liegen gelassen. Thorpe und Clark kehrten zu ihrer Trinkerklique zurück. Lorraine Thorpe prahlte sogar mit der Folterung. Es gab Jugendliche in ihrem Alter, die sich an die Polizei wandten, ehemalige Schulfreunde, die sie auf der Straße getroffen hatte. Sie berichteten davon, dass Lorraine sich ihnen gegenüber mit gewissen Taten gebrüstet hatte. 4 Tage, nachdem sie Rosalind zurückgelassen hatten, kehrten sie zurück. Rosalind lebte immer noch und sie beschlossen, es zu Ende zu bringen. Sie zwangen Rosalind, Herztabletten zu schlucken, die sie gestohlen hatten. Und sie schlugen weiter auf sie ein. Sie bekam offensichtlich sehr schwere Schläge, entweder den ganzen Tag über oder auch noch am nächsten Tag. Daraus resultierten insgesamt 9 verschiedene Rippenbrüche und schwere Halsverletzungen. Die Obduktion der Leiche hat als Todesursache ein stumpfes Trauma ergeben. Sie wurde also im Grunde totgeschlagen. Nach Tagen der Folter schleppten Paul Clark und Lorraine Thorpe Rosalind in das Schlafzimmer und warfen sie auf das Bett. Dort starb sie schließlich. Es war der 9. August 2009. Der genaue Todeszeitpunkt konnte nie festgestellt werden. Ein einzelner Schlag gegen ihre Kehle brach ihr das Zungenbein unterhalb des Kinns. Dieser kleine hufeisenförmige Knochen schützt den Kehlkopf und die Halswirbel. Sein Bruch ist nur selten ein Unfall. Pathologen sind sich einig, dass dies eher auf einen Tod durch Erwürgen oder Erdrosseln hindeutet. Am 9. August rief ein Nachbar die Polizei und gab an, dass er sie nicht mehr gesehen hätte. Das war ungewöhnlich, denn in der Wohnung herrschte sonst ein reges Kommen und Gehen. Es war also ein normaler Anruf aus Fürsorge mit der Bitte einer Überprüfung. Die Polizei tauchte auch auf und verschaffte sich Zutritt. Sie fanden Rosie in ihrem Schlafzimmer auf der Matratze ihres Bettes liegen. Meine Mutter rief mich an und sagte nur, Rosie ist tot. Ich wusste nicht mal, dass sie ermordet worden war. Ein paar Tage später, vielleicht nach einer Woche, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, rief meine Mutter nochmal an. Sie sagte, nein, sie ist ermordet worden. Ganz ehrlich. Rache. Ist alles, was ich will, alles, was ich wollte, war Vergeltung. Lorraine war an diesem Mord beteiligt. Wir müssen uns aber erinnern, dass es hier einen sehr dominanten Mann gab. Das entschuldigt sie nicht, aber sie hat ihr ganzes Leben über zu Erwachsenen aufgesehen. Sie waren ihr moralischer Kompass, selbst wenn es wie hier ein unmoralischer Kompass war. Paul machte die Vorschläge und offenbar war sie immer bereit, sie auch anzunehmen. Ich denke immer noch an sie jede Woche. Die Wut hat sich nicht gelegt. Diese Wut auf die beiden ist noch nicht erloschen. Der Ekel, den ich vor ihnen empfinde, ist nicht vergangen. Der Wunsch nach Rache an den beiden ist nicht vergangen. Und die Trauer, meine Schwester verloren zu haben, ist nicht vergangen. In der Nacht, als Rosalinds Leiche gefunden wurde, brüsteten sich Thorpe und Clark vor ihren Trinkkumpanen mit ihrer Tat. Lorraines Vater Des belauschte sie dabei. When
An dem Sonntag, an dem Rosalinds Leiche gefunden wurde, hatte Des Thorpe seine Tochter Lorraine und Paul Clark zur Rede gestellt. Er sagte, er werde der Polizei erzählen, was mit Rosie geschehen sei und was er darüber wusste. Er drohte, der Polizei alles zu erzählen. Dieses Risiko konnten sie nicht eingehen. Das kostete Des Thorpe das Leben. Diese unglückliche Verstrickung machte Lorraine Thorpe zur jüngsten Doppelmörderin Großbritanniens. Paul Clark hatte nun die absolute Kontrolle über Lorraine. Für sie gab es kein Zurück mehr. Die Macht, die er über sie hatte, war etwas, das sie genoss. Es hob sie ihm gegenüber hervor. Sie war sonst nie wirklich beachtet worden. Deshalb war dies für sie durchaus verlockend. Und er bekam dadurch enorme Macht, denn es bedeutete, dass sie bereit war, alles für ihn zu tun, um ihm zu gefallen. Des Thorpe kannte Paul Clark seit Jahren und hatte ihm vertraut. Doch nun hatte Clark eine Grenze überschritten und ihm seine Tochter genommen. Des war bereit, zur Polizei zu gehen. Doch Clark und Lorraine wollten das verhindern. Am 10. August 2009 suchten Clark und Lorraine nach Des. Sie schleppten ihn zu seiner damaligen Bleibe in Limerick Close. Sie drängten ihn hinein und griffen ihn an. Er war ein leichtes Opfer. In jedem Fall war er ein sehr kranker Mann. Er war chronischer Alkoholiker, war ständig krank und litt unter anderem unter Inkontinenz. Jedenfalls war er nicht gesund. Wir haben es mit einer Person zu tun, die nur sehr wenig Empathie hat. Lorraine zeigt das, was man bei einem Erwachsenen psychopathische Wesenszüge nennt. Weil sie zu diesem Zeitpunkt keine oder nur sehr geringe Empathie besitzt, bedeutet ein Mord für sie nur die Entfernung eines Problems. Durch die geringe Empathie ist er nicht mehr ihr Vater, sondern ein Problem. Die Genugtuung, dieses Problem loszuwerden, ist für sie sehr viel mehr wert als sein Leben. Er wurde mit einem Kissen erstickt. Aber es sieht so aus, als sei ihm auch sonst physische Gewalt angetan worden. Ich erinnere, dass auf seinem Kopf auch der Abdruck eines Turnschuhs gefunden wurde. Der Abdruck stammte von Lorraine Thorpes Schuh. Als sie sich sicher waren, dass er tot war, warfen sie die Leiche ihres Vaters auf das Sofa. Sie eilten aus dem Haus und trennten sich. Lorraine suchte Unterschlupf im Haus ihrer Mutter, obwohl sie sich seit Monaten nicht gesehen hatten. Nur ein paar Stunden später fand der Besitzer des Hauses die Leiche von Des und rief die Polizei. Am frühen Morgen des 10. August ging in der Notrufzentrale ein Anruf ein. Darin hieß es, dass es Des Thorpe sehr schlecht ging und er möglicherweise verstorben sei. Sanitäter rasten zu dem Haus in Limerick Close. Doch vor Ort konnten sie nur noch Des Thorpes Tod feststellen. Als er gefunden wurde, gab es Blutspuren rund um seinen Mund. Außerhalb der Räumlichkeiten fanden wir ein Kissen, auf dem sich ebenfalls Blut befand. Man nahm an, dass Des Thorpe mit diesem Kissen von einem oder von beiden erstickt worden war und dass dies schließlich zu seinem Tod geführt hatte. Die Obduktion ergab Zahnabdrücke auf seiner Lippe, dort, wo auf seinen Mund gepresst worden war. Das war der Hauptbeweis für die Erstickungsthese. Er hatte viele weitere Verletzungen. Wenn man daran denkt, wie er gelebt hat, könnten einige durch Unfälle entstanden sein. Andere stammten vielleicht von Clark und Lorraine, die ihn mehrfach attackiert hatten. Clark und Lorraine hielten sich versteckt. Doch Zeugen hatten sie vom Tatort davonlaufen sehen und die Polizei spürte sie auf. Die Spur führte sie schnell zur Adresse ihrer Mutter. Lorraine wurde zur Polizeistation gebracht.
Zu ihrem Schutz und aufgrund ihrer Verletzlichkeit wurde sie dabei von ihrer Mutter begleitet. Am Ende waren beide auf der Wache. Paul Clark, der gegen 5-6 Uhr am Morgen des 10. August festgenommen worden war, und Lorraine Thorpe, die sich dort freiwillig mit ihrer Mutter befand. Ich traf dann die Entscheidung, dass beide wegen des Mordverdachts in Haft genommen werden sollten. Die Polizei wusste, dass sich Rosie und Des kannten. Deshalb wurden am 11. August 2009 Paul Clark und Lorraine Thorpe in Haft genommen. Wegen des Doppelmordes an Rosalind Hunt und Des Thorpe. Es war eine ziemlich schockierende Sache, eine richtig große Story. Ich glaube, am meisten waren die Leute geschockt, als sie das Alter von Lorraine Thorpe erfuhren. Und sie wurde ja des Mordes an ihrem eigenen Vater beschuldigt, was sich dann auch bestätigte. Das macht es in den Augen der Leute natürlich noch krasser. Man wusste, dass Rosalind Hunt und Des Thorpe zur selben Gruppe von Straßentrinkern gehörten. Sie wurden zunächst wegen des Mordes an Rosalind Hunt angeklagt. Der Grund dafür war, dass sich in dem Fall die Beweise schneller zusammentragen ließen. Sie waren zu diesem Zeitpunkt beide in Untersuchungshaft. Ich glaube, Clark sagte zu diesen Vorwürfen im Grunde nur, das sei Schwachsinn. Er hätte niemanden getötet. Lorraine Thorpe heulte, glaube ich, oder schrie, sie hätte nichts getan. Lorraine Thorpe war das Produkt ihrer Umgebung. Sie wuchs in sozialer Fürsorge auf. Statt moralische Orientierung zu bekommen, wurde sie nur in ihre Schranken gewiesen. Sie tat Dinge, für die sie viel zu jung war, und bekam es mit Alkohol und Gewalt zu tun. All das zusammen führte zu dieser Tragödie. Der Prozess gegen Lorraine Thorpe und Paul Clark begann am 14. Juni 2010 vor dem Norwich Crown Court. Man hätte sie für ein ganz normales 15-jähriges Mädchen halten können, das ein Leben noch vor sich hatte. Aber sie schien völlig gefasst zu sein. Sie war nicht beunruhigt, sie weinte nicht und war nicht sonderlich emotional. Unter der Oberfläche schien sie durchaus eine berechnende, hinterhältige und manipulative Person zu sein. Paul Clark zeigte keinerlei Reue. Er behauptete sogar, Lorraine Thorpe hätte beide Morde initiiert. Paul Clark sagte vor Gericht aus, im Gegensatz zu Lorraine Thorpe. Er hielt im Grunde die Aussage aufrecht, er sei für keinen der Morde verantwortlich gewesen. Er versuchte es auf eine andere Person zu schieben. Ein anderes Mitglied der Gruppe könnte bei einigen der angeblichen Prügelattacken mit dabei gewesen sein. Aber die Geschworenen glaubten ihm nicht. Im August 2010 wurden Paul Clark und Lorraine Thorpe gemeinsam des Doppelmordes für schuldig befunden. Clark rief noch irgendeine Beleidigung und protestierte er sehr unschuldig. Lorraine Thorpe hat nie irgendetwas gesagt. Clark wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, mindestens aber zu 27 Jahren. Lorraine Thorpe, die bei der Urteilsverkündung erst 16 war, bekam 14 Jahre Haft. Ob sie die Bedeutung des Urteils und die Haftdauer überhaupt realisierte, ist die Frage. In dem Alter wird einem die Tragweite von dem, was mit einem geschieht, nicht immer klar. Wie kann ein Gott so etwas auf der Welt zulassen? Wie kann er herunterschauen und sehen, dass da jemand gefoltert wird und um sein Leben bettelt? Es gibt keinen Gott. Kein festes Zuhause, keine Stabilität, nichts, was ein normales Kind bekommen sollte.
Für sie muss es eine schreckliche Welt gewesen sein. Sie ist das Produkt ihrer Umgebung. Das ist aber keine Entschuldigung für das, was aus ihr wurde. Englands jüngste Doppelmörderin. Ein nicht funktionierendes, kaputtes Zuhause. Sozialfürsorge. Aufgezogen nur, um den eigenen Vater zu pflegen. Herumhängen mit Älteren, Alkohol, Gewalt, eine zerstörte Moral. All das in Verbindung mit einem kalten, mitleidlosen Wesen macht aus einem Menschen eine Zeitbombe. Und Lorraine brachte genau das mit. Ich hoffe, sie verrotten in der Hölle. Ich hoffe, sie verrotten in der Hölle, bleiben im Knast und kommen niemals raus.